Ja, und über das Thema Endoskopie wollen wir jetzt noch ein bisschen genauer sprechen. Und ich freue mich, dass bei mir Professor Dr. Helmut Messmann ist. Er ist Chefarzt der 3. Medizinischen Klinik. Hallo, herzlich willkommen. Grüß Gott. Wie haben sich denn die endoskopischen Verfahren in den letzten 50 Jahren entwickelt? Ja, das war eine riesen Erfolgsstory, kann man eigentlich sagen. Wenn man bedenkt, vor 150 Jahren hat man erstmals über ein starres Endoskop bei einem Schwertschlucker Licht in den Magen vorgeführt. Und dann hat es aber doch bis 1958 gedauert, als das erste flexible Endoskop entwickelt wurde. Und in den letzten 10 Jahren hat eigentlich die Endoskopie rasant Fahrt aufgenommen, basierend darauf, dass die Endoskope von heute High-Definition-Bilder zeigen, wie hochauflösende Kamerasysteme. Sie sind im Prinzip kleine Computer geworden. Welche Vorteile bietet dieses Verfahren denn den Patienten? Ja, Patienten haben in vielerlei Hinsicht davon einen Vorteil. Wir können mit diesen Endoskopen, die wie gesagt flexibel, sehr dünn sind, in das Innere des Menschen hineinschauen. Wir erkennen Krankheiten, die man mit manchen Methoden, sei es CT oder anderen Verfahren, nur sehr schwer erkennen kann. Und wir können gleichzeitig Gewebeproben entnehmen, die dann im Mikroskop untersucht werden. Das heißt, auf der einen Seite Diagnostik einer Krankheit zu erkennen, auf der anderen Seite aber auch heutzutage schon sehr, sehr viel Therapie möglich. Welche Rolle spielt denn die Endoskopie in der interdisziplinären Zusammenarbeit in einer Klinik? Ja, auch da sind wir, glaube ich, in Augsburg sehr gut aufgestellt. Das Endoskopiezentrum in Augsburg ist ja das größte Endoskopiezentrum überhaupt in Deutschland. Und hier arbeiten 8 Disziplinen eng zusammen, von den Gastroenterologen, Viszeralchirurgen, aber auch Pulmonologen, Thoraxchirurgen, Pädiater. Die alle sind hier in einem Zentrum tätig. Wir nutzen gemeinsam die Ressourcen, das heißt die Räumlichkeiten, das Personal, Aufbereitung, Hygienestandards können dadurch sehr hoch gehalten werden. Also es profitieren letztendlich die Patienten in erster Linie, aber auch die Kliniken, die in so einem Zentrum eng zusammenarbeiten. Jetzt geht die Entwicklung ja immer weiter. Was darf man denn erwarten? Wie wird sich denn die Endoskopie vielleicht auch in den nächsten Jahren noch entwickeln und welche Rolle spielt es dann in der modernen Medizin? Ja, es hat sich schon viel getan, insbesondere in der Therapie. Wir können nicht mehr Krankheiten bildlich erkennen, wie Entzündungen in der Speiseröhre, im Dickdarm, im Magen, die wir durch Gewebeprobe sichern. Wir können auch Krankheiten therapieren mit dem Endoskop, beispielsweise eine Magenblutung, die wurde früher oftmals operiert. Wir können heute eine Magenblutung, das ist die Methode der Wahl, mit dem Endoskop behandeln. Wir können auch Tumorerkrankungen behandeln, wenn sie nur sehr früh erkannt werden. Da sind wir wieder bei der Diagnostik. Wenn wir die Tumoren sehr früh erkennen, dann können wir die endoskopisch resizieren. Hier hat das Klinikum Augsburg eine wahnsinnig große Expertise. Hier sind wir sogar europaweit führend mit Techniken, die es eigentlich nur in Japan und in Asien gibt. Und hier haben wir eine gewisse Vorreiterrolle in der Therapie von Frühkarzinomen. Es gibt aber auch Erkrankungen, Bauchspeicheldrüsenerkrankungen, Gallensteine, die man heute alles endoskopisch behandelt und nicht mehr operieren muss. Darf man sich vorstellen, dass die Entwicklung auch irgendwann dahin geht, dass vielleicht kleine Roboter mithelfen oder dass man gar nicht mehr schneiden muss, sondern alles endoskopisch auch irgendwie behandeln also kann? Also das Thema Roboter spielt in Augsburg ja schon immer eine große Rolle. Aber auch hier haben wir Kontakte mit Firmen, die in der Tat mit der Robotik zu tun haben. Die Medizinrobotik nimmt richtig Fahrt auf und auch wir in der Endoskopie sind an Projekten involviert, wo wir endoskopisch assistiert operieren können. Das ist auch eine Form der Robotik. Auf der anderen Seite werden wir auch in der Diagnostik Hilfsmittel wie den Computer nutzen. Computerassistierte Diagnostik nennt sich das. Das ist so ein bisschen wie das Fahren im Auto. Wir haben Assistenzsysteme, um in der Spur zu bleiben und im Abstand zu halten. Und so muss ich vorstellen, auch in der Endoskopie gibt es jetzt schon Systeme und wir sind dabei, die auch auszubauen, dass wir beispielsweise Frühformen von Krebs besser erkennen. Das sagt uns der Computer, halt, stopp, da ist was, das wir mit dem bloßen Auge nicht erkennen. Das ist noch Zukunftsmusik. Wir sind in Augsburg da in Forschungsprojekten involviert und eigentlich ganz mit vorne dabei. Und da können wir auch ein bisschen stolz sein, dass wir mit Blick auf Uni jetzt schon einen Forschungsschwerpunkt haben, der sicherlich in den nächsten Jahren hier noch weiter ausgebaut wird und dem Klinikum hoffentlich und vor allem den Patienten viel Positives bringen wird. Das wollte ich gerade sagen. Man ist ja auf dem Weg zum Uniklinikum. Das heißt, dass dann auch auf dem Gebiet der Forschung hier mehr auch im Bereich der Endoskopie erfolgen wird.
Davon gehe ich aus. Wir haben schon, wie gesagt, sehr viel auf dem Bereich der endoskopischen Forschung hier getan. Aber ich glaube, die Möglichkeiten, die dann eine Uniklinik eröffnet, sind beileibe deutlich besser, weil man natürlich dann mit anderen Mitteln, und da können wir auch wirklich mit den ganz großen Unikliniken in Europa mithalten. Jetzt sind wir noch so ein bisschen finanziell limitiert, aber das wird sich ändern, glaube ich, wenn wir Uniklinik sind. Gut, das heißt, man darf dem Patienten jetzt schon sagen, es geht voran hier auch in der Klinik und es ist eine schmerzfreie Behandlung oder Behandlungsmöglichkeit, die Endoskopie, die möglichst schnelle Heilung verspricht, oder? Ich glaube, das ist der ganz große Vorteil heutzutage in der Endoskopie, dass wir die Patienten in einen schönen Schlaf versetzen können und die werden anschließend relativ rasch wach und der Krebs oder der Gallenstein oder die Blutung ist behandelt. Was Schöneres kann sich ein Patient eigentlich nicht vorstellen, wenn er so minimalinvasiv heutzutage von Experten behandelt werden kann. Vielen Dank für dieses Gespräch und alles Gute für Ihre Arbeit. Dankeschön, herzlichen Herr Professor Dank Messmann. Dankeschön. Und bei uns, liebe Zuschauer, geht es weiter mit unserem Gesundheitstipp. Und diesmal gibt es Ratschläge für Ihre Darmgesundheit.